Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich solche Pommes im Backofen selber richtig machen und vor allem auch schön knusprig zubereiten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal benötigen wir ca. 600 Gramm festkochende Kartoffeln, welche ich jetzt auch anschließend mal mit meinem Sparschäler hier schälen werde. Wenn du die Pommes anschließend übrigens mit Schale möchtest, dann kannst du diesen Schritt natürlich mit gutem Gewissen überspringen. Die Schale ist auf jeden Fall essbar. Jedoch sollte man davor auch unbedingt solche kleinen Triebe oder solche unschönen braunen Stellen wegschneiden. Ich habe sie jetzt trotzdem einmal alle geschält und nun geht es darum, dass ich meine Kartoffeln in circa 1 cm dicke Streifen schneide. Ich verwende hierfür übrigens kein normales Messer, sondern immer so einen speziellen Kartoffelschneider, wodurch ich optisch einfach nochmal einen sehr schönen Wellenschnitt hinbekomme. Am besten die Kartoffel je nach Dicke jetzt halbieren bzw. so wie bei mir hier auch dritteln, das sollte passen. Und dann kann man sich diese nämlich zurechtlegen und noch einmal in entsprechende Streifen schneiden. Die Stifte sind jetzt alle ungefähr gleich dick geworden und nun gebe ich sie mal in ein Sieb hinein und wasche sie anschließend mit kaltem Wasser ab. Hierdurch wird jetzt nämlich die vorhandene Stärke auf unseren Kartoffeln abgespült, die wo die Pommes am Ende sonst nicht so knusprig werden lassen würde. Wenn wir das haben, geben wir unsere Pommes jetzt einmal hier in eine Schüssel bzw. einen tiefen Teller, verteilen es noch schön und dann gieße ich einfach einmal heißes bzw. auch kochendes Wasser hier hinein und schaue, dass sie am Ende wirklich komplett bedeckt sind. Das hat einfach jetzt den Vorteil, dass danach die Kartoffelstruktur noch einmal gestärkt wird, um sie später noch knuspriger hinzubekommen. Nach den 10 Minuten habe ich hier das Wasser jetzt wieder abgegossen und nun schütte ich einmal die Stifte auf ein sauberes und vor allem auch trockenes Küchentuch und hier kann ich jetzt nämlich meine Kartoffelstifte auch noch einmal schön abtrocknen, dass sie danach wirklich komplett trocken sind. Bei mir passt es auf jeden Fall, weswegen ich jetzt die Kartoffelstifte in eine Schüssel hineingebe, dann gebe ich noch circa 1 Esslöffel Öl, in meinem Fall ist das Sonnenblumen- bzw. Rapsöl, also ein neutrales Öl und 1 Teelöffel Salz noch hinzu. Nach Belieben kann man übrigens jetzt auch noch etwas Paprikapulver hinzugeben, das mache ich auch immer relativ gerne, da es einfach nochmal wirklich super dazu schmeckt und anschließend das Ganze natürlich ordentlich durchmischen. Als nächstes gebe ich einmal alles auf ein Backblech, was ich mit einem Backpapier ausgelegt habe. Und nun ist wichtig, dass sich die Pommes nicht berühren sollten, dass die Hitze anschließend auch von allen Seiten wirklich richtig gut hinkommt. Jetzt aber genug vorbereitet. Ich schiebe hier mein Backblech mal in die mittlere Schiene hinein, mache den Backofen zu und schalte diesen bei mir mal auf Ober- und Unterhitze und das Ganze bei ca. 220 Grad. Wenn du übrigens Umluft hast, dann reichen hier auch 200 Grad vollkommen aus. Nach knapp 20 Minuten nehme ich einmal das Backblech aus meinem Backofen raus und nun geht es darum, dass ich zum Beispiel hier mit so einer Zange alle Pommes einmal noch einzeln umdrehe, um einfach danach das optimale Ergebnis noch zu erhalten. Meine Stifte sind jetzt alle umgedreht, weswegen ich sie noch einmal für ca. 20 Minuten in meinen Ofen gebe. Wichtig ist, die Zeit kann bei dir daheim auch variieren, je nachdem wie dick zum Beispiel deine Pommes hier drinnen sind, was für ein Ofenmodell du verwendest und vor allem auch, ob du deinen Ofen zuvor vorgeheizt hast. Also am besten auch mal mit deinen Augen immer mal wieder hier reinschauen, das Ganze kontrollieren und wenn sie goldbraun sind, dann ist es auf jeden Fall perfekt. Meine Pommes sind jetzt nach knapp 40 Minuten wirklich gut fertig. Sie schauen sehr schön aus und jetzt machen wir auch einmal den Test, ob das Ganze auch schön knackig ist. Und ja, ich hoffe, man hört es im Mikrofon. Sie schmecken wirklich sehr gut und sind vor allem auch sehr knackig. Und somit haben wir unsere Pommes auch schon im Backofen selber sehr knusprig hinbekommen. Wenn du für zu Hause jetzt übrigens auch so einen scharfen Kartoffelschneider, einen Sparschäler, ein Sieb oder auch ein Schneidebrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zum relativ günstigen Preis. Und das Beste bei das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Produkten hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Utensilien. Falls dir das Video gefallen und noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.